Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge unseres Immo-Talks mit Marx Immobilien. Ich begrüße Frank Michael Marx und heute wollen wir reden über die richtige Planung beim Immobilienverkauf. Hallo, Herr Marx. Ja, warum ist die richtige Planung so wichtig? Ja, wir hatten ja auch mal den Slogan ein bisschen rausgebracht, eine gute Planung ist der halbe Immobilienverkauf. Das ist insofern sehr wichtig, weil natürlich hier die Weichen gestellt werden. Wenn ich hier die entscheidenden Fehler mache, das hatte ich ja schon in Teil 1 angedeutet, dann wird unter Umständen aus der ganzen Sache nichts. Zeitschiene, Zeitgeduld, hat man schon mal erwähnt, ist wichtig. Wie sollte man die Zeit einschätzen, die Planung vornehmen? Ja, der Verkäufer hier in unserer Region verkennt häufig die Marktsituation. Das heißt also, wir sind hier in einer relativ einkommensschwachen Region mit auch einer relativ hohen Arbeitslosigkeit. Das heißt, wer glaubt, dass die Immobilie hier trotz guter Nachfrage innerhalb von wenigen Tagen verkauft werden kann, der liegt mit Sicherheit falsch. Ein guter Makler schafft das aufgrund seines zur Verfügung stehenden Zeitbudgets, seiner Erfahrung, seiner Marktkenntnis und vor allen Dingen auch seines Kundenstammes in ungefähr 2 bis 3 Monaten. Der Laie kann schon mal gut ein halbes Jahr oder ein Jahr brauchen für die ganze Aktion. Also die richtige Einschätzung der Zeitschiene ist wichtig, aber man sollte sich auch klar Gedanken machen, wen man erreichen will. Genau. Das ist der nächste Punkt. Also bevor ich anfange, die Immobilie an den Markt zu setzen als privater Verkäufer, muss ich mir natürlich auch im Klaren darüber sein, welche Zielgruppe möchte ich erreichen. Das ist ganz wichtig, um, wie man so schön sagt, Streuverluste zu vermeiden und letztlich auch die zeitliche Schiene im vertretbaren Maße zu halten. Also die richtige Zielgruppe zu finden, auf wen passt meine Immobilie. Und das muss ich natürlich dann auch schon in der Werbung ausdrücken, indem ich beispielsweise durch die Überschrift, sagt man ja neudeutsche schöne Headline, dann bereits die richtige Zielgruppe anspreche. Unnötige Wartezeiten lassen sich sicherlich auch vermeiden, wenn man im Vorfeld alles beisammen hat, alle Unterlagen, die wichtig sind. Welche wären das? Was sollte man haben? Ja, genau. Wir hatten das ja bereits im ersten Teil schon mal angedeutet. Es ist also ganz wichtig, dass der Interessent nach einer positiven Besichtigung dann, wie man so schön sagt, bei der Stange gehalten wird, also weiter interessiert gehalten wird, indem er auch in schriftlicher Form bestimmte Informationen nachgereicht bekommt. Das sind vor allen Dingen bei privat genutzten Immobilien die Grundrisse, der Lageplan vom Katasteramt. Das kann auch eine Baubeschreibung sein, sofern sie noch vorhanden ist. Beim Verkauf von Wohneigentum ist es auf jeden Fall die Teilungserklärung und die Beschlüsse der Eigentümerversammlung, die einen Interessenten interessieren und letztlich nicht nur ihn, sondern auch die ihn finanzierende Bank. Angebot und Nachfrage bestimmen sicherlich auch im Immobilienbereich den Preis. Ja. Woher weiß ich denn, wie sehr mein Haus denn nachgefragt ist? Ja, der Verkäufer muss natürlich zunächst mal eine Marktanalyse machen. Er muss sich darüber bewusst sein oder in Erfahrung bringen, was für Immobilien, die ähnliche Größe, Güte und Beschaffenheit wie seine haben, am Markt, am regionalen Markt verlangt wird. Dazu wird er sicherlich die Printmedien studieren müssen, Zeitungsanzeigen, aber auch die einschlägigen Internetplattformen kontaktieren, um herauszufinden, was kann ich für meine Immobilie am Markt verlangen. Der Interessent seinerseits tut das nämlich auch. Er geht nie unvorbereitet, also in eine Vertragsverhandlung oder Verkaufsverhandlung rein. Er weiß aus eben den gleichen Quellen genauso Bescheid, was am Markt verlangt wird und was er bezahlen muss. Das heißt, wenn der Verkäufer diese Informationen nicht hat, dann hat er automatisch einen Nachteil in der Verhandlung und das kann natürlich dann auch für ihn fatale Folgen haben. Gute Makler beispielsweise bieten komplexe, fundierte Marktwertanalysen an als Basis für die Preisfindung. Gute Erreichbarkeit ist wichtig, haben wir gesagt, wenn der Interessent sich nun mal meldet, dass man auch da ist. Was sollte man beim ersten Kontakt am Telefon erzählen und was besser noch nicht? Also der Verkäufer ist gut beraten, sich am Anfang mit den Informationen etwas zurückzuhalten am Telefon. Grundinformationen natürlich schon, er muss auch sagen, wo sich die Immobilie befindet, das ist ganz klar. Das möchte ja der Interessent schließlich auch wissen. Aber auf der anderen Seite muss er natürlich oder sollte er natürlich auch den Interessenten durchaus nach seinem Namen, seiner Telefonnummer abfragen, weil es kommt leider auch allzu häufig vor, dass also das Interesse nur vorgespiegelt ist. Man will unter Umständen auch nur wissen, wo sich die Immobilie befindet, um sie ausspähen zu können. Und selbst auf die Frage nach Besichtigungstermin muss man ein bisschen vorsichtig am Telefon agieren. Auch das kann ab und zu mal bei unlauteren Absichten dazu dienen, einfach nur herauszufinden, wann der Hausherr nicht zu Hause ist. Also ein Makler, den man dazwischen schaltet, ist da sicherlich die bessere Empfehlung. Richtig.
Okay, Marx Immobilien, der Immo-Talk mit Marx Immobilien Teil 2. Beim nächsten Mal sprechen wir über das Wichtigste mit, den richtigen Preis. Wie kann man den Preis finden und gestalten? Vielen Dank an dieser Stelle, Frank Michael Marx. Ich danke auch.